Wer um die Alltagsprobleme von Hartz-IV-Betroffenen weiß, für den ist klar, da muss vieles ganz grundlegend geändert werden. Deswegen lassen wir als Linke nicht locker. Wir machen keinen Frieden mit diesem Schikanesystem. Nun hat Schwarz-Rot, konkret das Haus von Andrea Nahles, einen Gesetzentwurf vorgelegt. Darin soll es eigentlich um Rechtsvereinfachung bzw. Bürokratieabbau gehen. Aber wenn man sich anschaut, muss man sagen, unterm Strich bedeutet dieser Gesetzentwurf vor allem eins: Schwarz-Rot legt noch eine Schippe bei den Schikanen obendrauf. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. So wird der Tatbestand der Ersatzpflicht bei sozialwidrigem Verhalten ausgebaut. Sozialwidriges Verhalten, schon diese Sprache ist so entlarvend. Wer Erwerbslose als mündige Bürgerinnen und Bürger ansieht, der verwendet solche Begriffe nicht. Ersatzpflicht heißt, dass das ohnehin viel zu niedrige Arbeitslosengeld II noch einmal um 30% gekürzt werden soll. Und das kann übrigens bis zu 3 Jahren gehen. Also geplant war Bürokratieabbau, herausgekommen ist noch mehr Schikane. Kurzum, es handelt sich hier um eine Rechtsverschärfung. Die Geschichte dieses Gesetzentwurfs macht eins nochmal sehr deutlich. Wer meint, man könnte Hartz IV mit kosmetischen Korrekturen schöner machen, der irrt gewaltig. Das ist einfach vom Grund auf so falsch angelegt, dass es abgeschafft gehört und ersetzt werden muss durch gute Arbeit und eine sanktionsfreie Grundsicherung, eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 1050 Euro.